Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend hier seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de zur 211. Folge. Wir sind immer noch in Johannes Kapitel 8 und sind in diesem unfassbar interessanten und wichtigen Gespräch mittendrin und werden heute uns wieder einige Aussagen von Jesus anschauen, die wirklich ganz entscheidend sind, auch für unser persönliches Leben. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich auch diesmal niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, um mit dir zu reden und dich darum zu bitten, uns dein Wort so zu erklären, wie du es gemeint hast, dass wir es nicht nur intellektuell verstehen, sondern dass wir Jesus kennenlernen, wie er gewesen ist auf dieser Erde. Und wer jetzt immer noch ist als unser Hohepriester, dass wir die Wahrheit wirklich begreifen, dass sie in unserem Herzen verankert wird und Wurzeln schlagen kann. Wir möchten dich bitten, dass der Heilige Geist zu uns spricht und dass wir in unserer Liebe und Freundschaft zu Jesus heute wachsen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Johannes, auch von Johannes. Johannes Kapitel 8. Wir sind bis Vers 44 gekommen. Wir erinnern uns, das ist die Zeit kurz, oder es ist kurz nach dem Laubhüttenfest. Jesus ist nach anderthalb Jahren mal wieder in Jerusalem gewesen und er hat dort, ist mit den Pharisäern in Kontroverse geraten. Er hat dann die Ehebrecherin ihr gesagt, dass sie vergeben hat. Ja, und daraufhin hat sich eine weitere Diskussion entsponnen, bei der Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ja, und er mehrmals angedeutet hat schon, das wird im Laufe des Gesprächs ja noch deutlicher, dass er gesagt hat, ihr müsst glauben, dass ich bin. Und während die Pharisäer immer mehr sich von ihm distanzieren, so argumentativ, gab es eine Gruppe von Leuten, die angefangen hat, an ihn zu glauben. Und Jesus hat ihnen gesagt, ja, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann ging die Diskussion los. Ja, wir waren niemals jemandes Sklaven. Ja, wie kannst du behaupten, wir haben Abraham, ist unser Vater. Und das waren so die Gedanken, die wir das letzte Mal oder die letzten Male durchdacht haben, dass Jesus ihnen deutlich gemacht hat, dass jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und Jesus ist gekommen, um wahre Freiheit zu bringen. Nicht nur ethnische oder nicht ethnische Freiheit oder politische Freiheit. Und Jesus geht dann auch ihr zweites Argument ein und gesagt hat, ja, ethnisch seid ihr zwar von Abraham abstammend, aber Abraham ist nicht euer Vater. Ihr seid vielleicht von Abraham abgestammt, aber ihr seid nicht Kinder Abrahams, denn Abraham würde nicht das tun, was ihr tut. Ihr plant meinen Tod. Das hätte Abraham niemals getan. Und sie sagen, doch, wir haben Gott zum Vater. Und Jesus sagt, wenn ihr Gott zum Vater hättet, dann würdet ihr mir glauben, ihr würdet mich lieben. Ja? Aber dadurch, dass ihr mich hasst, meinen Tod sucht, selbst wenn er nicht der Messias gewesen wäre, beweist, dass ihr einen anderen Vater habt und damit haben wir geendet. Jesus sagt ihnen dann sehr traurig, aber deutlich, ihr habt den Teufel zum Vater. Denn das, was der Teufel von Anfang an tun wollte, nämlich Menschen morden und lügen, das tut ihr. Ja? Ihr habt einen äußeren Anschein, dass ihr heilig seid. Die Leute denken, ihr seid große Bibelgelehrte, aber in Wirklichkeit seid ihr Kinder des Teufels. Und da haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass wir wirklich wissen, wie es um uns steht. Ja? Ob wir uns nur etwas vormachen, ob wir nur eine äußere theologische, pharisäische Show spielen oder ob wirklich unsere Herzen erfüllt sind mit einer Liebe zu Gott, mit einer Liebe zu Mitmenschen, so wie Gott es durch Jesus uns gezeigt hat. Und wir steigen jetzt ein in Vers 45, das war jetzt nochmal so ein kurz, dass wir wissen, wo wir die letzten Wochen gewesen sind. In Vers 45 redet Jesus jetzt weiter. Wer mag mal Vers 45 lesen in Johannes 8? Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ganz genau. Im Griechischen ist es eigentlich so, dass das Ich betont ist. Ich sage euch die Wahrheit und deswegen glaubt ihr mir nicht. Und das ist ein Gegensatz, denn worüber hat er gerade im Vers davor gesprochen, in Vers 44? In Vers 44 hat er nicht über die Wahrheit gesprochen, sondern über die Lüge. Denn der Satan ist ein Vater
der Lügner und der Lüge sozusagen. Ja? Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr lügt und ihr mordet. Ich aber, im Gegensatz zu Satan, sage die Wahrheit. Und weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Es geht hier also auch um die Frage zwischen Wahrheit und Lüge. Und ein interessantes Phänomen in der Bibel, nicht nur in der Bibel, auch in unserem Leben ist, man würde ja denken, dass Menschen gerne die Wahrheit hören, oder? Heutzutage in den letzten Jahren konntet ihr sehen, wie viele Menschen sagen, wir wollen die Wahrheit, ja, die Wahrheit ist wichtig, ja, die Wahrheit soll aufgedeckt werden. Aber ich weiß nicht, ob die Leute immer so wirklich an der Wahrheit interessiert sind, ja, oder nicht manchmal an der Wahrheit, die wir uns für Wahrheit so zusammengebastelt haben, was wir gerne hören wollen. Die Pharisäer waren ja auch an Wahrheiten interessiert. Sie waren für den Sabbat, sie waren für die Prophetie, sie waren für das Heiligtum. Ja, das fanden sie toll. Und trotzdem waren sie nicht für die Wahrheit Jesus Christus. Ja. Sie hatten bestimmte wahre Aussagen mit Lügen und Selbstsucht und Selbsterhöhung vermischt. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Gehen wir zurück, kurz ein paar Tage vorher hatte er Folgendes gesagt in Johannes 7. In Johannes 7, Vers 7, erinnert euch vielleicht, das ist schon lange her, aber da haben wir damals mal studiert, dass Jesus Bedenken hatte, überhaupt zum Laubhüttenfest zu gehen. Und das erklärte hier seinen Brüdern in Vers 7. Da heißt es, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke was sind? Böse sind. Also, wenn Jesus die Wahrheit sagt, ist das für die Welt angenehm oder nicht angenehm? Unangenehm. Wenn man beliebt werden will, dann muss man Dinge sagen, die Masse hören will. Also wenn jemand immer nur Dinge sagt, die Masse hören will, dann sollte man skeptisch sein. Ne? Es gab mal in der Adventgeschichte einen Evangelisten, der hieß T.M. Kenwright. Ich weiß nicht, ob ihr mal von dem Namen gehört habt. T.M. Kenwright. Kenwright. 19. Jahrhundert. Der war ein so begabter Evangelist, dass wir wahrscheinlich in der ganzen Adventgeschichte nie einen davor und danach so gehabt haben. Also man sagt immer, wenn man Mark Finley und Doug Batchelor und David Asherick, so bekannte Leute, alle in einen Mixer stecken würde und sie alle vermixen würde, käme immer noch kein Kenwright bei raus. Ja. So, es gibt die Geschichte von ihm, der hat dann einen Freund mitgenommen, um jemanden mal zu haben, der ihn quasi so, er wollte von seinem Freund wissen, beobachte mal genau, wie ich das rhetorisch mache und ob das gut oder schlecht ist und gib mir mal Feedback. Und der Freund hat gesagt, ich habe 5 Minuten zugehört, dann war ich so gebannt, ich konnte nicht mehr achten, was du gut und schlecht machst. Es war einfach so beeindruckend, ja? Der konnte nicht mehr klar denken sozusagen. Aber an dem Abend hat ihm dann der Kenwright gesagt, ich wünschte, unsere Botschaft wäre populärer, dann würde ich berühmter werden. Er hatte zwar eine solche Gabe zu predigen, aber er hat gemerkt, er wird nicht alle erreichen können, einfach weil die Botschaft, die Adventbotschaft ist halt einfach auch ein Schwert. Ja? Es ist eine Entscheidungsbotschaft und es ist auch unpopulär. Den Sabbat zu halten ist unpopulär. Ja? Die Wahrheit über den Zustand der Toten ist unpopulär. Man muss, wenn man die Wahrheit predigt, immer wieder Menschen auch zur Entscheidung führen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich er nicht so populär werden konnte, wie er wollte. Er hat dann 4-mal die Gemeinde verlassen. Ist immer wieder zurückgekehrt, bis er irgendwann die Gemeinde endgültig verlassen hat, ist dann Baptistenprediger geworden, weil er dachte, da kann er dann eine Botschaft predigen, die etwas populärer ist, ist aber niemals so berühmt geworden, wie es als Adventist war und ist am Ende ganz jämmerlich gestorben. Warum erzähle ich das? Es ist nicht immer angenehm, die Wahrheit sagen zu müssen. Ja, frag mal den Jeremia. Der hat mit Gott gehadert und gesagt, warum muss ich immer so einschneidende Wahrheiten sagen. Ja? Aber Jesus sagt, und Jesus war der beste Prediger aller Zeiten. Jesus hat nicht einfach gepredigt, was die Masse hören wollte, er hat die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit über diese Welt ist, dass das meiste schlecht ist. Ja? Also es gibt viele schöne Dinge, ja, und Jesus hat jetzt nicht nur, Jesus war kein Weltuntergangsprophet, also im Sinne von, ja, dass er immer nur Pessimismus gepredigt hätte. Ihr wisst, Jesus hat die schönsten Predigten gehalten, er hat Gleichnisse gegeben, ja, und trotzdem hat er immer deutlich gemacht, Sünde ist schlecht. Selbst Hochmut ist schlecht. Und all diese Dinge hat sie deutlich auch beim Namen genannt. Schaut mal mit mir, warum das so ist, in Johannes 3, Vers 19. In Johannes 3, Vers 19. Da sagt Jesus zu Nikodemus etwas sehr Trauriges. Er sagt, Johannes 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten was mehr als das Licht?
die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wenn ein Mensch Sünde tut und an Sünde festhalten will, dann ist ihm das Licht unangenehm. Ja? Wenn man gerade sich verstecken will, wenn man gerade nicht erkannt werden will, dann findet man es ganz schlecht, wenn jemand mit einer Taschenlampe kommt. Ja? Und wenn man in Sünde lebt und wenn man gerade nicht erkannt werden will, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben mal erlebt habt, dass ihr in eine Sache gemacht habt oder gedacht habt oder irgendwas verstrickt wart oder irgendwie gerade einen Lebensstil, Gewohnheit hattet, von der ihr wusstet, es ist falsch und ich müsste das jetzt aufgeben. Aber ihr habt es einfach weitergemacht, weil ihr irgendwie gedacht habt, das ist aber jetzt so schön und so toll und ich will das jetzt. Man hat keine Lust, in Gottesdienst zu gehen. Man hat keine Lust, geistliche Gespräche zu führen. Ja? Wenn einem dann Leute vielleicht noch mit der Bibel kommen oder so, dann denkt man, später vielleicht, aber jetzt nicht jetzt. Ja? Und das ist genau dieser Mechanismus, dass wenn man an der Sünde festhalten will, so wie die Pharisäer daran festhalten wollten, Jesus zu töten, dann ist das Licht unangenehm, dann will man es nicht. Die haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das Problem, warum so viele Menschen am Ende verloren gehen, ist nicht, weil sie das Licht nicht gesehen haben. Sie wollten es nicht. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil, schaut mal mit mir in 2. Thessalonicher 2. Das bringt uns nämlich zu etwas, was wir unbedingt brauchen. Ich glaube, was wir jetzt lesen werden, wir werden etwas lesen, was jeder Mensch, der gerettet werden wird, haben muss, weil er sonst nicht gerettet werden kann. Ist eigentlich nichts Schweres, aber es ist etwas Wichtiges. In 2. Thessalonicher 2 und dort Vers 10. Wer mag das mal lesen? 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Genau. Wodurch hätten wir gerettet werden können? Die Liebe zur Wahrheit. Das ist ein interessanter Punkt. Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Liebe zur Wahrheit? Gibt es einen Unterschied zwischen Wahrheit? Reicht es nicht, wenn ich einfach die Wahrheit habe? Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Liebe und Wahrheit? Liebe zur Wahrheit. Die Wahrheit, wenn du sie nur hast, die Wahrheit ist die Wahrheit einfach. Das ist so und fertig. Mhm. Aber wenn die Liebe zur Wahrheit, dann hast du die ist dir wichtig und du willst sie haben und du willst sie bei dir haben und du pflegst sie und ja. Ja. Okay, ja. Ich würde sagen, die Liebe zur Wahrheit verändert dein Leben ganz anders. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich sollte jeden Morgen Andacht machen, aber ich liebe es nicht, oder ich habe es nicht lieben gelernt, Andacht zu machen, dann werde ich es seltener tun. Ja, ganz genau. Also ich glaube, wir alle haben mal Matheunterricht gehabt, oder? Im Matheunterricht gibt es viele Wahrheiten. Und es kann sein, dass der Lehrer so gut war und es so eingebimst hat, obwohl ich es gehasst habe, dass ich am Ende wusste, okay, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Da habe ich eine Wahrheit. Aber obwohl ich die Wahrheit dann weiß und sie habe, habe ich nicht notwendigerweise eine Liebe zur Wahrheit. Liebe zur Wahrheit habe ich, wenn ich nach dem Matheunterricht nach Hause gehe und dann zu Hause im Mathebuch weiterblätter, weil ich noch mehr wissen will, welche Formeln es noch gibt. Ja, also versteht, wie ich meine. Es macht also einen Unterschied, ob ich nur etwas weiß oder ob ich mehr wissen will. Es spielt am Ende gar nicht die Rolle, wie viel ich von Gott weiß. Das werden Menschen im Himmel sein, die werden kaum was gewusst haben. Ja, die haben nur ganz wenig von Gott wissen können. Das Wenige, was sie gewusst haben, das haben sie mit Liebe angenommen. Und es werden Menschen nicht im Himmel sein, die 10-mal so viel gewusst haben, einfach weil es ihnen eingebimst worden ist und sie wussten das halt alles, dachten, sie sind gerettet dadurch, aber sie hatten kein Interesse mehr zu lernen. Eine der interessantesten Dinge in der Reformation ist, da gibt es einen Menschen, der hat Liebe zur Wahrheit, Martin Luther, ja, entdeckt die Wahrheit, ist begeistert, predigt das ganz vielen Leuten, die nehmen das an. Die nächste Generation hat das einfach. Dann gibt es wieder jemanden, der hat Liebe zur Wahrheit, entdeckt was Neues, aber die allermeisten sagen, nee, wir haben schon die Wahrheit, wir wollen nicht mehr. Ja? Und Liebe zur Wahrheit ist die Bereitschaft, ich möchte Gott besser kennenlernen. Ich interessiere mich für das, was wahr ist. Und ich muss mich dann wahrscheinlich auch korrigieren, weil ich noch nicht alles weiß. Ja? Das ist eine Einstellung. Wenn ich aber denke, ich habe ja alles, was ich brauche, dann bin ich arm und reich und habe Überfluss, nicht wahr? Weiß gar nicht, dass ich. Also, mit anderen Worten, die Wahrheit zu haben, ist einfach so was Statisches, aber was uns rettet, ist die Bereitschaft, mich führen zu lassen, ja? Mich in alle Wahrheit leiten zu lassen. Und ich weiß natürlich, auf dieser Erde werde ich niemals alles wissen, was man wissen kann. Es gibt immer noch mehr. Das heißt,
was die Pharisäer hatten. Die Pharisäer hatten ganz viel Wahrheit. Die wussten den Sabbat, die wussten vom Heiligtum, die wussten von Mose und von der Schöpfung. Die haben an vieles geglaubt, haben auch an die Auferstehung geglaubt, aber sie hatten keine Liebe zur Wahrheit. Als Jesus kam, um etwas Wichtiges zu sagen, haben sie gesagt, interessiert uns nicht, wir haben schon die Wahrheit. Menschen können etwas Wahres glauben und trotzdem verloren gehen, weil sie keine Liebe zur Wahrheit haben, ja, sondern weil es einfach für sie vielleicht ein Mittel zur Selbsterhöhung ist. Das war dann keine Liebe zur Wahrheit, sondern eine Liebe zu sich selbst. Ja. Und deswegen sagt Jesus, weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Und das sehen wir heute auch noch. Ich glaube, die Liebe zur Wahrheit ist ziemlich selten geworden. Weil jemand, der Liebe zur Wahrheit hat, schätzt die Wahrheit höher als seine eigene Meinung. Und es gibt nicht viele Menschen, die ihre eigene Meinung ändern. Ja, es gibt immer so ein, wenn ein Thema ist, dann informiert man sich, dann legt man seine Meinung fest und für den Rest seines Lebens meistens ist es so, dann hat man jetzt diese Meinung. Ja? Das habt ihr bei der Corona-Krise gesehen. Ja? Jeder hat sich in den ersten Wochen eine Meinung gebildet und wenig Leute haben in den nächsten 2-3 Jahren ihre Meinung geändert. Ja? Egal welche Fakten von welcher Seite auch kamen, jeder hat sich in seiner Meinung verfestigt. Alles, was der eigenen Meinung widersprach, war gefälscht oder fanatisch oder verkehrt. Ja? Und das ist etwas, also ich erzähle mal eine Geschichte, die soll euch ein bisschen Angst machen, okay? Nur ein bisschen. Ich habe einen Freund, der war Lehrer auf einer adventistischen Schule und da ging es darum, da gab es verschiedene Eltern und einige Eltern waren der Meinung, dass man den Zehnten an die Gemeinde zahlen muss und einige nicht. Ist jetzt nicht unser Thema, ja, nur es gab verschiedene Meinungen zu dem Thema. Und er hat seine Schüler einen Aufsatz schreiben lassen mit der Aufgabe, was denkt ihr? Sollte man den Zehnten an die Gemeinde schicken oder wo man möchte, ja? Ihr dürft frei, und er hat gesagt, ihr dürft freie Meinung euch schreiben. Ich bewerte nicht eure Meinung, sondern nur, wie ihr argumentiert, ob das gut argumentiert ist oder schlecht, ja? Und er hat gesagt, ohne Ausnahme haben alle Kinder genau das geschrieben, was ihre Eltern auch gedacht haben. Es hat nicht einer die eigene Familienmeinung hinterfragt, ja? Meine Eltern sagen so, also machen wir das so. Das zeigt uns erst natürlich, welche Verantwortung wir als Eltern haben. Aber es zeigt auch, wie schwer es uns fällt, wirklich die Wahrheit mehr zu lieben als unsere eigene Tradition und eigene Meinung. Die allermeisten Menschen, die in Saudi-Arabien geboren werden, werden Moslems. Und die allermeisten Menschen, die in Nordkorea geboren werden, werden Atheisten. Und die allermeisten Menschen, die in Italien geboren werden, werden Katholiken. Warum? Weil die Argumente jeweils so stark sind? Nee, weil es einfach die Tradition ist. Es gibt nur wenig Menschen, die so viel Wahrheit, Liebe zur Wahrheit haben, dass sie eben nicht das denken, was alle anderen denken oder womit sie selbst so groß geworden sind, sondern wirklich sich dafür interessieren, stimmt das wirklich? So wie die Beroianer, die gesagt haben, okay, Paulus, super Predigt, hat uns toll gefallen, aber wir würden gerne noch wissen, ob es wirklich stimmt. Ich würde mir mehr Menschen wünschen, die auch nach einer Predigt von mir sagen, okay, Christopher, hat mir gut gefallen, aber ich will jetzt erstmal wissen, ob das stimmt. Ich schaue mir mal alle Bibeltexte an, ob das wirklich stimmt, was du sagst. Ja? Statt nur, oh, das war so interessant, ja, dann wird es wohl so sein. Ja? Könnt ihr jetzt auf alle anderen Predigten, die ihr hört, auch übertragen. Liebe zur Wahrheit. Stattdessen warnt uns die Bibel, dass es gerade am Ende besonders schlimm werden wird, denn in 2. Timotheus Kapitel 4 steht, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 und 4, und ich glaube, wir sehen ganz viel in unserer heutigen Zeit von dem, was hier steht. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 und 4, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die gesunde Lehre ist die biblische Lehre, ja, ohne Abstriche und ohne Zusätze. Einfach das, was die Bibel von A bis Z im Gesamten christozentrisch lehrt, das ist die gesunde Lehre. Sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Ja? Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Man hört lieber dem zu, der sagt, was man auch denkt. Ja? Und das ist genau das hier, was passiert ist. Die Pharisäer waren nicht gegen die Bibel, aber sie wollten nicht das hören, was Jesus ihnen gesagt hat. Und als dann später nach Jesus Leute aufgestanden sind, die gesagt haben, ich bin der Messias, ja, ich werde jetzt gegen die Römer kämpfen, ja, denkt vielleicht an den Bar Kochba-Aufstand oder auch schon vorher, beim jüdischen Krieg dann 66 bis 70 nach Christus, da sind Leute aufgestanden und gesagt, ja, jetzt kämpfen wir gegen die Römer, ja. Den hat man applaudiert. Die hat man dann angenommen. Als der wahre Messias gekommen ist, gesagt hat, euer Feind ist die Sünde, haben gesagt, nee, stopp, wollen wir nicht hören. Ja. Jesus hat es genau erkannt und sagt es ihnen. Und wir müssen uns die Frage stellen, interessiere ich mich für die Wahrheit? Interessiere ich mich für die Wahrheit, weil sie wahr ist? Unabhängig davon, ob ich jetzt meine Meinung ändern muss oder nicht. Ja.
Johannes 8 zurück, Vers 46. Denn wisst ihr, die Wahrheit kann es sich immer leisten, überprüft zu werden. Die Wahrheit verliert nie etwas dadurch, dass man sie von allen Seiten beleuchtet. Wahrheit scheut niemals die Untersuchung. Johannes 8, Vers 46, genau. Und jetzt sagt Jesus etwas Krasses, etwas wirklich Außergewöhnliches. Johannes 8, Vers 46, wer mag das lesen? Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Hier sagt Jesus mal einen Satz, von dem wir ganz definitiv ihr nicht sagen können. Er sagt nicht nur einfach, ich bin sündlos, sondern wie formuliert er das? Genau. Er fragt die anderen, und wer sind das? Was sind das für Leute? Ja, also in Bezug auf ihn. Sind das seine Freunde? Das sind seine Todfeinde, die suchen irgendetwas, ja? Also, es wäre ja schon erstaunlich, wenn Jesus seine Jünger gefragt hätte, ja? Aber seine Jünger wären vielleicht nicht mal in der Einstellung gewesen, unbedingt Fehler finden zu wollen, oder? Die wären vielleicht, ah, du bist unser Lehrer, ja? So, bei einem Freund guckt man vielleicht auch über was hinweg und sagt, naja, du bist eigentlich ein ganz toller, ja? Aber ich weiß nicht, ob ihr irgendmal einen Feind in eurem Leben gehabt habt, jemand, der euch so richtig was Böses will oder der so sucht, ob er irgendeinen Fehler finden kann und irgendwelche was anhängen will. Und den zu fragen, ganz ehrlich, du kannst jetzt sagen, alles, was du weißt, hast du irgendeinen Fehler an mir gefunden? Also, wenn wir das machen würden, da würden unsere Feinde wahrscheinlich sagen, ja, das. Und es wäre noch wahr. Ja? Jesus kann seine Todfeinde, die jetzt intentional seinen Tod planen, fragen, könnt ihr mir irgendeine Sünde vorwerfen? Und was sagen sie? Also, sie können nicht. Was natürlich auch krass ist, weil das bedeutet, dass sie ihn absolut grundlos verfolgen. Wer von euch beschuldigt mich einer Sünde? Schauen wir uns mal ganz kurz noch ein paar Texte dazu an, über die Sündlosigkeit von Jesus, weil das ist ein wichtiges Thema. 2. Korinther Kapitel 5 und dort Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21, da spricht es von Gott über Jesus, denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste. Also das heißt natürlich nicht, dass er nie Sünde gesehen hat oder erlebt hat, aber er hatte keine eigene Erfahrung mit der Sünde gemacht. Er wusste von keiner Sünde. Was hat er mit ihm gemacht? Für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also manchmal, Jesus konnte vor den Pharisäern was sagen? Wer überführt mich? Einer Sünde. Mit anderen Worten, das ist eine rhetorische Frage. Es gibt keine einzige Sünde, die ihr mir nachweisen könnt. Jetzt ist aber was passiert? Wir sind voller Sünde, oder? Und was hat Gott gemacht? Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus hat sich mit unserer Sünde nicht nur irgendwie richtig identifiziert, sodass er tatsächlich für unsere Sünde gestorben ist. Er wurde von Gott behandelt, als wäre er ich. Und was bekomme ich im Austausch dafür? Seine Gerechtigkeit. Aber was ist seine Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit war, dass er sagen konnte, vor seinen Todfeinden, wer kann mich einer Sünde bezichtigen? Ich glaube, manchmal reden wir über die Gerechtigkeit aus dem Glauben und wissen gar nicht, wovon wir reden. Wir reden davon, dass die Gerechtigkeit Jesu uns angerechnet wird und verstehen gar nicht, dass das bedeutet, genau diesen Satz, den er sagt, wer kann mich einer Sünde bezichtigen? Diese Gerechtigkeit von ihm wird wem geschenkt? Mir, dir, sodass im Gericht, wenn wir mit dieser Gerechtigkeit bekleidet sind, und zwar nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch den Glauben, dass wenn im Gericht unser Todfeind, jetzt mal symbolisch gesprochen, ja, uns anklagen möchte, der Satan, wir sagen können, kannst du mich einer Sünde bezichtigen? Und zwar nicht, weil wir selbst sündlos gelebt haben, sondern weil alle meine Sünden von Jesus schon bezahlt worden sind und deswegen keine mehr auf meinem eigenen, im Englischen Account, auf meinem Konto bleibt. Und deswegen sagt die Bibel, schaut mal, in Jesaja und dort Jesaja 54, Vers 17, dort steht, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du
schuldig sprechen. Mit anderen Worten, wenn du vor Gericht angeklagt wirst, wirst du nicht mehr verurteilt. Ja? Es gibt dann keinen Grund mehr, dich zu verurteilen. Und was ist das? Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Also wenn ihr euch jemals fragt, was ist die Gerechtigkeit, die Jesus mir schenken möchte, dann erinnert euch an den Satz, als Jesus vor seinen Todfeinden gesagt hat, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Diese Gerechtigkeit, diese Sündlosigkeit wird uns geschenkt. Nicht, weil wir sündlos gewesen sind, sondern weil Jesus meine Sünden genommen hat und ich sozusagen jetzt von Gott so betrachtet werde wie Jesus. Wenn ihr den Gedanken mal richtig durchdenkt, dann stellt ihr fest, dieses Kleid der Gerechtigkeit ist ziemlich wertvoll. Und wir sollten anfangen zu lernen, diesem Kleid entsprechend auch würdig zu leben. Ja? Aber das ist was diese Gerechtigkeit eigentlich ausmacht. Und deswegen ist der Gedanke von der Sündlosigkeit Jesu so entscheidend, weil daran hängt unsere Erlösung. Daran hängt unsere Erlösung. Schauen wir noch einen Punkt an in Hebräer 4. Das Schöne ist, der Paulus macht das im Hebräerbrief so ganz ausgewogen. Richtig wunderbar. In Hebräer 4 und dort Vers 15, da sagt er über Jesus, den kennt ihr ganz gut bestimmt, diesen Abschnitt, Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in wie vielen Dingen versucht worden ist? In allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, aber ohne Sünde, doch ohne Sünde. Das heißt, es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, also die Pharisäer konnten nicht sagen, ja, aber du hast sowieso ja gar nicht auf der Erde gelebt. Ja, du hast ja gar nicht durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Er hat alles durchgemacht. Er war hungrig, er war müde, er war durstig, ja. Er hat mit Mobbing zu kämpfen gehabt. Ihr kennt ja die Geschichten in der Bibel. Und er war, obwohl er alles erlebt hat, er wurde vom Satan versucht, in seiner schwächsten Situation, ist er doch ohne Sünde geblieben. Und das ist wirklich die größte Heldentat, die es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Auf dieser Erde, bei diesem Satan, bei diesem Dämon, bei diesen bösen Menschen, sündlos zu leben. Über 30 Jahre lang. In Nazareth. On top, in Nazareth. Nicht nur irgendwo in der Wüste. In Nazareth, die so böse war, dass es ein Sprichwort war. Sprichwörtlich böse war. Hebräer 7. Also, das ist interessant. Die Bibel sagt auf der einen Seite, er ist in allem versucht worden wie wir. Also, hier betont sie quasi die Nähe, dass sie uns gut verstehen kann. Aber gleichzeitig zeigt sie auch die andere Seite der Medaille in Hebräer 7, Vers 26. Obwohl er uns ganz nahe ist und uns verstehen kann, weil er in allem versucht worden ist, sagt die Bibel in Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Genau, also wir lesen meistens den Hebräer 4, 15, ja? Jesus versteht mich so gut, er hat alles erlebt, er ist durch alles hindurchgegangen, ja? Das ist die eine wichtige Seite, aber die andere Seite ist, er ist auch abgesondert. Nämlich, wir dürfen niemals den Eindruck erwecken, als dass er irgendwie so vielleicht halb mal beinahe gesündigt hätte und dann vielleicht gerade doch nicht oder so, ja? Er war von der Sünde abgesondert. Und zwar nicht nur so gerade irgendwie knapp dran vorbeigeschrammt, sondern weit, deutlich. Die Bibel sagt, auch wir können später dann, oder wir sollen weit überwinden. Ja? Er war ganz heilig, unschuldig, höher als die Himmel. Ja? Und das gehört beides zusammen. In Bezug auf die Sünde war er absolut heilig. Ellen White sagt mal, die Sünde hat ihn abgestoßen. Ja? Aber in Bezug auf die Versuchung, auf das Leben hier, kann er uns gut, er hat alles auch erlebt. Ja? Und das ist interessant. Jesus hat alle Versuchungen erlebt, aber er steckt nicht mit uns im Schlamm. Ja? Weil wenn man im Schlamm ist, braucht man jemanden, der außerhalb des Schlammes ist, um ihn rauszuziehen. Ja? Jesus stellt sich nicht mit uns in den Schlamm und sagt, ja, ich habe jetzt auch mit gesündigt, jetzt weiß ich genau, wie es geht, ja, jetzt sind wir beide halt. Nee, Jesus ist uns so nahe gekommen wie möglich, aber ohne sich selbst dreckig zu machen, damit uns helfen kann. Uns helfen kann. Ja? Er ist ein Erlöser. Nicht nur einer, der mich versteht, sondern ein Erlöser, der mich versteht. Ja, das gehört beides ganz eng zusammen. Und schauen wir noch in 1. Petrus 2, das ist noch
Ein weiterer Text, ihr seht also, mehrere neutestamentliche Schreiber betonen das, weil es für die Botschaft der Erlösung so wichtig ist. 1. Petrus 2 und dort Vers 2, dort heißt es, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und wenn man nicht betrügt mit seinem Mund, was spricht man dann? Die Wahrheit. Schaut mal her. Ist nicht interessant, dass die Sündlosigkeit von Jesus zusammenhängt mit der Wahrheit, die er sagt. Er hat nicht gesündigt, es war kein Betrug in seinem Mund, er hat die Wahrheit gesagt. Und genau das haben wir jetzt in Johannes 8 ja auch gesehen, wenn ihr mal zurückschaut in Johannes 8. Jesus verbindet hier diese beiden Dinge, die wir meistens gar nicht so unbedingt im Kopf miteinander verbinden. Er verbindet die Tatsache, dass er die Wahrheit sagt, mit der Tatsache, dass er sündlos ist. Schaut nochmal Johannes 8. Johannes 8 und dort Vers Nummer 45 und 46. Da seht ihr jetzt, wie die Sündlosigkeit eigentlich ein Argument für die Wahrheit ist, die er sagt. Johannes 8, Vers 45, da hat er gesagt, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Dann kommt es, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und jetzt aber, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Könnt ihr sehen, also zwei Aussagen über die Wahrheit und in der Mitte eine über die Sündlosigkeit. Mit anderen Worten, seine Sündlosigkeit beweist die Wahrheit seiner Aussage. Und das heißt was? Das heißt nämlich, dass seine Wahrheit mehr ist als nur mathematische Wahrheit. Ja? Weil mathematische Wahrheit ist auch dann wahr, also da braucht man kein sündloses Leben für. Ja? Rechter Winkel ist um 90 Grad. Ja, das. Aber die Wahrheit, die er gesagt hat, die geht tiefer, die verändert das Leben und sein Leben ist der Beweis, dass seine Wahrheit funktioniert. Ja? Das Leben, das er gelebt hat, beweist, man kann den Satan überwinden. Man kann Gottes Geboten gehorchen. Ja? Gott ist ein guter Gott. Gott lässt einen nie im Stich. Gott hilft einem. Sein Leben war ein Beweis dafür, dass Satan mit allem, was er sagt, lügt. Und dass Gott die Wahrheit sagt. Und deswegen ist die Sündlosigkeit von Jesus nicht einfach nur so eine theologische Notwendigkeit, damit der Erlösungsplan funktioniert, sondern zeigt die Kraft der Wahrheit. Und damit auch so ein bisschen die Perspektive, was Wahrheit bewirken kann im Leben eines Menschen. Wir können zwar keine Sündlosigkeit mehr erreichen im Sinne davon, dass wir ein ganzes Leben nicht sündigen, weil wir haben schon längst gesündigt und zwar viel zu viel, alle von uns, aber wir werden durch Gottes Hilfe, durch die Wahrheit verwandelt. Wir werden durch die Wahrheit verändert. Ja? Und auch wir dürfen dann am Ende der Zeit durch unseren Charakter, der den Charakter Jesus widerspiegelt, die Wahrheit bezeugen. Ja? Die Wahrheit soll durch das Leben, und das ist interessant, also Jesus sagt nicht, wer von euch hat ein Gegenargument gegen meine Argumentation. Er sagt nicht, wer von euch kann mir nachweisen, dass ich hier irgendwie ein falsches Wort verwendet habe. Er sagt, schaut mein Leben an, sage ich nicht die Wahrheit? Und die Frage ist, wenn wir die Wahrheit predigen, können wir sagen, schaut doch mein Leben an, es muss doch die Wahrheit sein. Ja? Also stellt euch vor, was Gott sich eigentlich wünscht, ist das, wenn Menschen unser Leben betrachten, die zur Überzeugung kommen, was du sagst, was ich sage, was ich predige, das muss die Wahrheit sein, denn schau dir mal ihr Leben an. Das ist das, was in 5. Mose steht, wo Gott sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werden die Völker sagen, was ist das für ein tolles Volk? Ja? Was haben die für tolle Gesetze? Ja? Was ist das für ein toller Gott? Jedes Mal, wenn die beten, bekommen sie eine Gebetserhörung. Ja? Dass die Heiden sagen, weil die Heiden haben vielleicht nicht so viel theologisches Erkenntnis, aber die Heiden sehen, ob das Leben sich verändert. Ja? Und Jesus konnte sagen, schaut mal, ich predige Wahrheit, ich bin mit Gott so eng verbunden wie nie ein Mensch zuvor und das ist das Resultat. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. In Johannes 8, Vers 47. Wer mag den lesen? Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ganz genau. Wir haben schon Vers 45 gesehen. Ich weiß, sie wollen die Wahrheit nicht hören. Und wann will man die Wahrheit hören? Man will die Wahrheit hören, wenn man mit Gott verbunden ist. Wenn man keine lebendige Beziehung zu Gott hat, dann stößt die Wahrheit einen ab. Und wir hatten schon in Vers 37 gesehen, schaut mal in Vers 37 nochmal. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ja, es findet keinen Platz im Herzen. Und jetzt kommt was Interessantes. Das können wir vielleicht noch ganz kurz
uns anschauen. Schaut mal mit mir in 2. Johannes 1, Vers 9. 2. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Da macht der Johannes dann auch nochmal eine Verbindung zwischen der Verbindung mit Gott und der Wahrheit, wie Jesus sie gelehrt hat. Dort steht in 2. Johannes 1, also ist ja nur ein Kapitel, in Vers 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, also in der Wahrheit, die er sagt, ja? Was wolltest du sagen? Sorry, bitte, sorry. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Okay, wenn euch demnächst mal irgendwann wieder jemand sagt, ah, die Lehre ist nicht so wichtig, ja. Hauptsache, man hat eine Beziehung zu Gott. Hauptsache, man hat Liebe zu Gott und Gott liebt einen und ich liebe Gott. Und was jetzt die Lehre genau betrifft, ist jetzt zweitrangig. Dann erinnert euch an 2. Johannes 9. Jemand, der Jesus mehr geliebt hat als alle anderen Menschen zur Zeit von Jesus. Jemand, der wirklich Gott so sehr liebte, dass er sagen konnte, Gott ist Liebe. Hat auch gesagt, wer die Lehre von Christus, das heißt, was er über den Sabbat gesagt hat, was er über den Zustand der Toten gesagt hat, was er über das Evangelium gesagt hat, über den Heiligen Geist gesagt hat, was Jesus gesagt hat, über die Mission, wer die Lehre, das Gesetz, wer die Lehre ablehnt, hat Gott nicht. Wenn euch jemand sagt, die Lehre ist zweitrangig, dann könnt ihr wissen, Gott spricht nicht durch diese Person. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie weiß es noch nicht, dann kann man ihr helfen, oder sie tut es aus Rebellion, dann muss man für sie beten, besonders. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr aus Gott seid, würdet ihr meine Worte hören, ihr würdet darauf achten. So, jetzt gehen wir aber, jetzt ist natürlich interessant, schauen wir mal in Matthäus, Johannes 8, wie die Pharisäer darauf reagieren. Zeigen sie jetzt ein Zeichen von, okay, du hast uns getroffen, wir müssen drüber nachdenken, wir werden drüber beten. Zeigen sie irgendwelche Zeichen von Reue, Buße, zumindest irgendwie vielleicht Zustimmung, Einsicht. Was sagen sie in Vers 48? Wer mag mal lesen? Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Was ist Ihre Reaktion? Also Jesus predigt das Herz aus. Ja? Er versucht ihnen genau zu erklären, wie das alles funktioniert. Er sagt ihnen sehr deutlich, aber liebevoll gesagt, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und was sagen sie? Du bist vom Teufel besessen. Und da sieht man schon ein bisschen, wenn man das jetzt so Vers zu Vers sich anschaut, dann bekommt man so ein Gefühl dafür, die werden unerreichbar. Ja? Ist gar nicht so einfach, die noch überhaupt zu erreichen, weil sie sich über die Jahre immer mehr verhärtet haben, sodass selbst die klarsten Wahrheiten des Evangeliums abprallen, die prallen einfach ab. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt mit Menschen, wo man die Wahrheit auf dem Silbertablett präsentieren kann, so deutlich, dass man denkt, das muss jeder verstehen und es prallt einfach ab. Ja? Ja, ganz genau, beim Pharao, ganz genau. Das ist eigentlich genau das Gleiche hier. Nur hätten die nie drüber nachgedacht, dass die das Gleiche tun wie der Pharao. Warum sagen sie, du bist ein Samariter? Ja, Nazareth ist eigentlich in Galiläa, ja, also hat eigentlich mit Samaria nichts zu tun, aber was für ein Verhältnis hatten die zu den Samaritern? Das waren neben den Römern die Todfeinde. Ja, die waren so zwischen Galiläa und Judäa, da mittendrin. Das waren so ein Mischvolk. Ja, die hatten so heidnische Traditionen mitgebracht damals, weil es waren ja eigentlich angesiedelte Babylonier und andere, die da so aus anderen von den Assyrern angesiedelt worden sind und sich vermischt haben dann. Zu der Zeit hatten die eigentlich dann schon auch, hatten die Bibel, die Samariter? Mhm. Und zwar wie viele Bücher? Die ersten 5 Bücher Mose hatten die. Samariter hatten nur die ersten 5 Bücher Mose und nichts anderes, weil sie der Meinung waren, alles andere ist eine Verschwörungstheorie. Die haben alle die ganzen Propheten und so abgelehnt, weil sie nicht glaubten, dass es einen König geben wird, weil natürlich der König in Israel sein würde, ja, und das wollten sie nicht. Alles andere, ihre Meinung war, dass in Wirklichkeit der Tempel nicht in Jerusalem sein soll, sondern bei ihnen auf dem Berg da. Und deswegen haben sie gesagt, die ganzen Geschichten mit Samuel und mit dem Heiligtum ist alles eine Verschwörung. Das war eigentlich alles ganz anders. Ja? Deswegen haben sie es nicht geglaubt. Und jetzt sagen sie, du bist ein Samariter, weil sie natürlich jetzt vor den Leuten irgendwie ihn schlecht machen wollen. Das heißt, sie haben kein inhaltliches Argument.
Sie machen jetzt das, was die Lateiner gesagt haben, ad hominem. Ein Argument ad hominem ist, wenn man die Person angreift. Ja? Also wenn man nichts mehr inhaltlich sagen kann, sagt man, ja, du bist sowieso ja ungebildet oder du hast sowieso ja den Fehler gemacht und deine Frau ist so schlimm, nicht wahr? Und du hast ja kein, weißt du, bist zu reich oder zu arm. Oder wenn man die Lebensführung und den Menschen selbst angreift, so persönliche Angriffe. Das, ja, genau, ganz genau. Das ist in der Politik immer gang und gäbe, ja, weil da sowieso eigentlich fast niemand gerne sachlich argumentiert, sondern da wird immer, also vor allem, wenn mal wieder amerikanischer Präsidentschaftswahlkampf ist, dann könnt ihr ganz viele ad hominem Argumente hören. Ja, also, da werden die Menschen angegriffen. Ja. Ad hominem. Ad hominem ist Latein auf den Menschen, also den Menschen angreifen sozusagen. Aber nicht nur das, das wäre noch das eine. Sie sagen, du bist ein Samariter und sie sagen noch, du? Du bist okkult. Hatten die das schon mal gesagt? Sie haben gesagt, nicht wahr, der treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, kann ich erinnern, ja, an Baal-Zebub, den Gott Ekrons, diesen phönizischen Heilgott. Ganz genau, das kommt immer wieder vor. Also, wenn sie sagen hier, sagen wir nicht mit Recht, und das impliziert so ein bisschen, dass sie das öfter sagen, ja, dass es so ein Gerücht über Jesus ist, dass es eigentlich nur so ein okkulter Samariter, der hier versucht, unsere Religion kaputt zu machen, ja, weil sie immer, sie haben immer den Eindruck erweckt, Jesus würde das Gesetz abschaffen wollen, ja, wegen den Sabbatheilungen zum Beispiel, und deswegen haben sie gesagt, ja, du bist einfach so ein Fanatiker hier, du willst eigentlich die Bibel untergraben, du bist von der anderen Seite, ja. Die Pharisäer meinst du? Ja, ja. Ja, ja, genau, genau, ja, genau. Jemand, der ständig nur andere beschimpft und attackiert. Es ist nicht selten so, dass die Leute, die, wenn sie andere anklagen, meistens Leuten das vorwerfen, was sie selbst falsch machen. Ja, das ist also relativ, also das geht mit Satan los im Himmel. Er hat gesagt, Gott ist tyrannisch und Gott will sich selbst erheben. Ja, das war genau das, was er selbst gemacht hat. Weil indem man es anderen vorwirft, ist erstmal die Aufmerksamkeit von einem selbst weg. Ja, sie liegt dann woanders. Und jetzt aber, was wirklich, damit enden wir heute, was wirklich beeindruckend ist, also schaut mal jetzt auf die Antwort von Jesus. Die Anklage war, du bist ein Samariter und du hast einen Dämon. Und was antwortet er? Vers 49. Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Genau, also Jesus sagt ganz deutlich, ich habe keinen Dämon, aber was sagt er nicht? Er sagt nicht, ich bin kein Samariter. Das ist interessant. Warum sagt Jesus wohl nicht, ich bin kein Samariter? Obwohl, de facto ist er ein Jude, das ist keine Frage, aber er sagt nicht, ich bin kein Samariter. Er sagt zwar, ich habe keinen Dämon, aber er sagt nicht, ich bin kein Samariter. Warum? Warum sagen die, du bist ein Samariter? Was ist die Kraft des Argumentes? Sie haben ja sehr schlecht eben von den Samaritern gedacht und Jesus schließt sich dem aber nicht an, weil Jesus ist ja ein Freund der Sünder gewesen und auch ein Freund der Samariter. Ganz genau. Also, ihr Argument war ja, die Samariter sind böse, abgefallen, schlecht, so halbe Untermenschen, ja. Und du bist einer und deswegen dürft ihr alle, die jetzt hören, nicht auf ihn hören. Wenn Jesus jetzt gesagt hätte, nee, ich bin kein Samariter, dann hätte er implizit gesagt, ja, die Samariter sind eigentlich nicht so gut. Das wäre so eine ganz leichte rassistische Note gewesen. Wie gesagt, für Jesus waren die Samariter, genauso wie die Juden, alle gleich viel wert. Er hat sich deutlich davon, er hat gesagt, habe keinen Dämon, ja, damit nichts mit zu tun. Aber er wollte nicht diese nationalistischen, rassistischen Ideen irgendwie auch nur halbwegs unterstützen. Das finde ich sehr interessant, ja. Dass er da gar nicht nötig hat, irgendwie, also er war auch nicht rechthaberisch, dass er gesagt hat, nein, ich bin in Galiläa geboren, ja. er hat nicht Recht haben wollen auf Kosten von anderen Menschen, die damit verunglimpft worden wären. Und in einer Zeit, in der auch bei uns bis heute rassistische Gedankengänge immer noch da sind, ja, finde ich das auch sehr interessant, weil das zeigt, dass Jesus mit Rassismus und so mit nationalistischem Denken gar nichts zu tun hat. Ellen White hat mal gesagt, alles, was so mit Kastendenken zu tun hat, Menschen sind besser oder schlechter, war ihm völlig fremd. Das war ihm völlig fremd, hat er gar nichts mit zu tun gehabt. Ja. Und das finde ich hier auch sehr, sehr schön. Nächste Woche
Machen wir an der Stelle weiter, ab Vers 50. Wir haben noch ein paar Verse, dann sind wir bald durch Johannes 8. Einige der großartigsten Verse kommen noch, also es wird sehr spannend werden. Für heute nehmen wir mit, Jesus konnte vor seinen Todfeinden sagen, was wir niemals sagen können: Wer kann mich einer Sünde bezichtigen? Aber obwohl wir das niemals sagen können, schenkt Jesus uns das so, dass im Gericht das für uns gilt, obwohl wir es gar nicht verdient haben, weil er unsere Sünde getragen hat. Und wenn wir im Glauben an Jesus festhalten und bei ihm bleiben, dann wird im Gericht uns niemand verklagen können, weil seine Gerechtigkeit, die er dort gezeigt hat, dann für mich gilt. Ist nicht wunderbar? Gott sei gelobt dafür. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist auch jetzt zu uns gesprochen hast. Danke, dass wir Jesus aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven besser kennenlernen können. Danke, dass wir sehen können, dass er keiner Form von Rassismus irgendwie da mitgegangen wäre. Danke vor allem aber auch, dass wir sehen können, dass Jesus absolut sündlos gewesen ist und diese seine Gerechtigkeit mir und uns allen schenken möchte. Das ist eigentlich so großer Gedanke, dass man fast schwindelig wird, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir wollen es im Glauben, im kindlichen Glauben annehmen und uns mehr damit beschäftigen, dass das immer tiefer unser Herz durchdringt. Weil je besser wir verstehen, wie groß das Geschenk ist, desto mehr werden wir schätzen, desto mehr werden wir den Wunsch haben, auch durch deine Kraft, diesem Geschenk würdig zu leben. Wir können es uns niemals erarbeiten und niemals verdienen, weil es ist viel zu groß, als dass man es bezahlen könnte. Aber wir danken dir, dass du es uns trotzdem schenkst und wollen von ganzem Herzen dich loben und preisen und uns heute neu entscheiden, den ganzen Tag, jeden Tag mit dir zusammenzugehen. So wie Henoch, so wie Noah. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.